Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Sag nochmal, ich liebe dich von Olivia Poulet und Laurence Dobies. Ich bin raus bei den Nachnamen. Auf jeden Fall habe ich euch das Buch mitgebracht und ich bin sehr gespannt, wie euch meine Buchbesprechung gefällt. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Sag nochmal, ich liebe dich von Olivia Poulet und Laurence, kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall habe ich euch das heute mitgebracht. Das war, als ich es gekauft habe, ein Spontankauf, aber es hat sich einfach in meine Arme gestürzt und ich konnte überhaupt nichts dafür. Und dann klang es auch noch so gut, dass ich ihm nicht böse sein konnte und es mitnehmen musste. Ja, also auf jeden Fall finde ich das Cover schon sehr interessant. Und diese Blüten hier, und da, die kann man fühlen. Die sind auch mit Lack überzogen. Seht ihr das? Wie so Roségold oder Pink. Also wirklich schön gemacht. Das ist der Rücken. Den zieht sich oben auch noch eine Blüte. Deswegen ist da ein bisschen Lack mit bei. Und die Rückseite, die hier unten, die ist nicht mit Lack. Ja, und jetzt zoome ich mal, damit ihr den Klappentext lesen könnt. Bin ich gespannt, ob er euch auch so anspricht wie mich. So. Klingt doch gut, oder? Ja, und jetzt erfahrt ihr, ob der Inhalt mit diesem Klappentext mithalten konnte. Pippa liegt im Koma. Sie hatte einen Autounfall und kämpft nun um ihr Leben. An ihrer Seite ihr Mann Steve, der alles dafür tun würde, damit sie wieder aufwacht. Doch wohin wollte Pippa, als sie den Unfall hatte? Wie kam es überhaupt dazu? Während Pippa ihre Liebesgeschichte in ihrem Kopf erneut durchlebt, quält sich Steve mit der Angst und der Ungewissheit. Ich muss vorneweg schicken, dass das Buch für mich leider ein Flop war. Nachträglich wünschte ich mir, ich hätte es einfach abgebrochen. Pippa liegt im Koma, weiß das selbst aber nicht. Man erlebt aus ihrer Sicht Rückblende über Rückblende, in der es um ihre und Steves Vergangenheit geht. Manche Rückblende ist aber auch aus Steves Sicht geschrieben. Das Problem ist, dass diese Rückblenden kreuz und quer gehen und es teilweise extrem große Sprünge gibt. Außerdem sind sie immer wieder von der Jetztzeithandlung losgelöst. Pippa nimmt nicht wahr, dass sie im Koma liegt. Sie kennt man nur als Ich-Erzählerin der Rückblenden. Das fand ich extrem schade. Ich hatte nämlich etwas ganz anderes erwartet. Als sie den Klappentext las, dachte ich, es ginge darum, dass Steve an Pippas Bett sitzt, während sie mitbekommt, dass er da ist und er sie immer wieder an Momente ihrer gemeinsamen Geschichte erinnert, die sie dann noch einmal erlebt und vielleicht auch kommentiert, da sie jetzt vielleicht eine andere Sichtweise auf sie hat. Aber leider war es ganz anders und ich kam einfach nicht damit klar. Vieles wird einem in den Rückblenden einfach vor die Füße geworfen. Es gibt keine Erklärungen oder Unterfütterungen. Es sind losgelöste Augenblicke. Man erfährt nichts über die Zeit zwischen den Rückblenden oder was sie aneinander finden. Es gibt keinerlei Erklärungen für gar nichts. Es gibt einen Aspekt, den ich gut fand und wichtig. Es handelt sich dabei auch um ein Thema, das triggern kann. Doch würde ich da explizit davor warnen, würde ich zu sehr spoilern. Dieses Thema wurde sehr gut behandelt und das war für mich das Beste am Buch. Falls ihr wissen wollt, welches Thema das ist, um nicht getriggert zu werden, dann sagt mir bitte Bescheid, schreibt mir einen Kommentar und ich antworte euch. Aber Spoilergefahr. Für mich passten Klappentext und Inhalt nur bedingt zusammen. Im Klappentext klingt es anders, als es dann im Buch umgesetzt wird. Hier heißt es, es gäbe quasi eine Deadline. Entweder Pippa wacht in 12 Stunden auf oder... ja, was? Im Buch gibt es aber keine Deadline. Auch ist die Dynamik eine andere. Steve erzählt Pippa nicht ihre gemeinsame Geschichte. Sie bekommt auch nicht aus der Gegenwart irgendwas mit. Es werden einfach x Rückblenden aneinandergefügt, teilweise ohne sie in den Kontext einzubetten.
Nur ein Aspekt der Handlung konnte mich überzeugen. Der Rest war leider nicht meins. Ich wurde auch weder mit Pippa noch mit Steve wirklich warm. Ich fand das Buch total langweilig und sehr frustrierend. Von mir bekommt es leider nur einen Stern. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!